So, fahren bitte. Wobei wir echt eigentlich nur genug Nahrung haben. Also okay. Ich weiß nicht, ob auf der Karte Farm das Beste ist als erstes. Aber ich mag Farm, weil wir dann halt Food erstmal ausgesorgt haben. So, weiter Ranger pumpen. Und ihr... Moment, hier geht... Wartet mal. Hier können wir noch ein bisschen aufräumen in die Richtung. Das wäre eine Idee, dass wir hier eine Mauer setzen können, weil ich glaube, hier ist überall Wasser. Wenn die dann vom Norden kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die hier lang kommen. Eigentlich ja, das sollte man machen. So, und hier würde ich zwei Patrouillen langlaufen lassen. So, bis wir noch Veteranen haben und dann tauschen wir das ein bisschen aus. So hier. Okay, sieht gut aus bisher. Okay, Tether Tower. Könnten hier würde es sich noch gut machen einzusetzen. Hier ist gerade einer in Arbeit. Hier habe ich höchstens doch Warenhaus und so könnte man hier vielleicht gut hinsetzen. Bei Warenhaus macht sich vor allem hier, glaube ich, gut. Hier haben wir viele Produktionsgebäude. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier einen Tesla Tower. Ich lasse erstmal den hier fertig werden. So. Übrigens, sie haben Steine am Cap. Sagen wir das am Cap haben, können wir das hier disablen. Wir haben ja die Steine erstmal gebraucht, um das Soldatencenter zu bauen. So, okay. Solange ich nichts anderes machen kann. Na, Ranger machen wir noch. Strom brauchen wir auch bald wieder. Bauen wir jetzt erstmal Häuser. Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Wegen dieser Ölquelle. Ich setz mal hier an. So, wollen wir es jetzt so durchziehen oder wollen wir hier lang machen? Ich glaube, ich will hier lang machen. Ja, machen wir dann so. Hier kommt schon einiges. Ich überlege gerade, ob ich da noch ein, zwei dazu nehme. Kann man noch mit oben helfen? Wir sind halt schon Runner und das nervt. Vielleicht sollte ich hier doch noch ein bisschen warten, bevor ich weiter aufräume. Aber ich hätte das gern freigeräumt, das würde sich lohnen. Hier eine Mauer setzen wäre geil, Leute. Da würde ich sogar, Achtung, würde ich eine schräge Mauer bauen wahrscheinlich. Ich weiß, es geht auch. Habe ich ja nie gemacht, weil ich dann die Gates nicht setzen konnte, aber macht eigentlich voll Sinn trotzdem. So, ja, dann helf du auch mal nach oben. So, was wollen wir als nächstes jetzt machen dann? Ranger-Pump? jetzt muss ich überlegen. Also Ranger-Pumpen, dann wollen wir... eigentlich erstmal den Lookout-Tower haben. Das heißt, die Frage, gehen wir als erstes auf den Tower? Oder gehen wir als erstes darauf, dass wir die Häuser upgraden können? Wahrscheinlich gehe ich erst auf den Tower, damit wir einen vielleicht noch bauen können, wenn die erste Zombie-Welle kommt, die definitiv gleich kommen sollte. Einer ist gerippt. Scheiße, hier ist einer gerippt. Ärgerlich. Ja, das sind die Runner. Es ist eigentlich zu gefährlich hier aktuell. Ich muss dann das mit Veteranen machen. Wir brauchen ja einfach mehr. Okay, dann bleib du mal hier stehen. Und ihr räumt einfach hier unten mit auf. Hier ist es noch relativ safe die ganze Zeit. Ist noch kein einziger Runner gewesen bisher. Kommst auch mit runter. So, okay. Ja, Leute, wir sparen jetzt auf die Ballista. Dass ich die vielleicht noch setzen kann, wenn die erste Welle kommt. Wir räumen jetzt erstmal hier unten weiter auf. Müssen wir aufpassen, weil hier geht ein Zombie auf Doom los, aber erstmal in dem Bereich hier. Und sobald ein paar dann gelevelt sind, versuchen wir hier oben aufzuräumen und schnell noch eine Mauer hochzuziehen. Mal gucken, ob uns das gelingt. So, gut. Jetzt kann ich das Ding hier ein bisschen schützen. Das ist super. So hier. Hier können wir jetzt dann wirklich auch bald anfangen mit Mauer bauen. Ah, das mache ich dann, wenn ich merke, dass vielleicht eine Zombie-Horde kommen könnte oder so. Geht du mal nach vorne. Hier geht ein bisschen nach vorne, genauso. So, jetzt kommen hier auch Runner. Aber hier haben wir relativ viele und die müssten jetzt auch bald mal gelevelt sein. 60%.
18. 38. Ja, was ist mit euch? 33. 40. Ja, hier sind es relativ viele. Deswegen die auch klarkommen, wenn mal ein Runner hinrennt. Bloß gut, dass ich da die Wall habe. Nächster Ranger. Und Thorn erforschen. Okay, Leute. So, danach machen wir Cottage. Bis dahin versuchen wir noch die Holzproduktion ein bisschen zu pushen. Weil das brauchen wir dann. Die Häuser alle abzugraden. Und dann schauen wir weiter. Theoretisch kann ich so lange auch die Sägemühle mal stoppen. Die genauso. So, wohin wollen wir uns dann noch ausbreiten? So viele Möglichkeiten gibt es dann gar nicht mehr. Ich würde hier wahrscheinlich schon einen Tesla bauen, dass ich hier auch eine Mauer hinbekomme. Ja, hier hätte ich halt auch schon... Eieiei. Okay, hier kommt jetzt deutlich mehr. Kommst du damit klar? Okay, wir müssen hier einen Tesla bauen und hier zumachen, dringend. Aktuell schafft das noch, also wird nicht weniger. Geh mal nicht zu weit vor, bitte. Süden! Okay. Süden! Das kann viele sein. Das kann von hier sein. Wahrscheinlich von hier, wahrscheinlich von hier. Ja, also am wahrscheinlichsten ist hier eigentlich. Was gar nicht so schlecht wäre. Ich kann halt dann nicht viel kiten, weil hier Zombie of Doom ist. Okay. Unangenehm. Na, wir schauen mal. Aber kriegen wir den Ballistaturm noch ready? Nee, das dauert zu lange. Fuck. Ärgerlich. Wir müssen jetzt schauen, wo wir kommen und dort müssen wir ausbauen, Leute. Mal gucken, ob wir die erste Welle schaffen. Wie gesagt, wir spielen da irgendwie auf 300 irgendwas Prozent. Ich habe schon wieder vergessen, wie hoch die Zahl eigentlich ist. So, okay, auf jeden Fall Holzproduktion wieder starten. Ich würde mich ja freuen, wenn noch einer Level up hätte von euch, ey. Okay, helft hier mal aus, bitte. So, eine Stunde. Es geht los. Okay, die kommen von da. Also entweder hier oder hier, weil die können ja immer noch hier so einen Bogen laufen oder so, je nachdem wie die Karte hier ist. Auf jeden Fall ist hier fertig, das ist gut. Hier zu bauen kostet nicht viel. Kill den mal eben, bitte. Oh nein, da kommen zwei Runner. Okay, helf mal. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich überlegen. Hier können wir zubauen. Komm mit. Schafft ihr das? Müssen sie eigentlich schaffen. So, gut, dann jetzt hier zumachen. Also, wahrscheinlich ist, dass sie von hier kommen. Gate, Gate, Gate. Würde halt schon Sinn machen. Hier können wir sogar mit Kiten arbeiten. Das wäre richtig cool. So, Moment, ein Gate reinsetzen. Machen wir mal. Lookout Tower ist auch gleich fertig. Vielleicht können wir sogar noch einen bauen. So, kann ich jetzt hier oder ist der Zombie schon wieder zu nah dran? Ich kann hier jetzt. Okay. Wollen wir auch ein Gate haben? Eigentlich schon. Okay, ich bin gespannt, Leute. Geh du mal vor, kill den bitte. So. Ja, noch ein Ranger bitte. Geh's bitte erstmal hier hin. Okay, solange bis die kommen, könnt ihr mal noch ein bisschen killen. Vielleicht geht ja noch einer Level oder so.
Tower ist fertig. Aber wir haben nicht genügend Holz. Jetzt bauen wird nichts mehr bringen, aber wir haben sowieso Überschuss an Gold. Dementsprechend machen wir das trotzdem mal. 9. Ab geht's. Mir gefällt es überhaupt nicht, wie die laufen. Es kann doch sein, dass sie von hier kommen. Nee. Die kommen definitiv von hier. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Da können wir uns sehr, sehr sicher sein, dass das passiert. Okay, zieht euch ein bisschen zurück, bitte. Die Runner, ich sag's euch, ey. Bin ich gespannt. Jetzt hört er mal auf zu kommen hier. Meine Güte. Ah, noch eine Fuhre. Und ich könnte noch einen Lookout Tower bauen. Ja, das ist... Ja, aber hier brauche ich noch ein Geld. Das Gute ist nur, das können wir dann immer noch sichern. Dann bringt uns jetzt sogar noch die zusätzliche Holzproduktion was. Nee, nicht mehr vorlaufen, bitte. So, den würde ich zum Kiten nehmen. Ich bin gespannt. Query, arbeitet die noch? Nee, die arbeitet nicht, das ist okay. Ja, nee, ich versuche noch einen Lookout Tower gleich hier hinzusetzen. Mal gucken. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Warte mal. Die können doch von hier kommen. Das sah die ganze Zeit so aus, als würden die hier hinrennen. Die rennen hier hin, glaube ich. Ich würde mich da echt veräppeln, ne? Hier kann ich nicht kiten. Ob ich die irgendwie abfangen kann davor? Kommen hier drauf, glaube ich. Ja, mit der locke ich dann jetzt nur welche. Ja, die kommen. Scheiße. Super kacke, weil ich den dann auch nicht davor zubauen kann. Hier würde er halt gehen. Okay, ich schau mal. Auf jeden Fall kann ich hier nicht kiten, das ist doof. Feuer! Oh nein, ich hatte den ja draußen stehen, den Ranger, ich Noob. Hab's gepennt, Leute. Da hab ich gepennt. Das Doofe ist, ich kann hier nicht kiten, weil hier Zombie, also diese scheiß Stadt ist. Aber kriegt man hin. Okay, das war entspannter als erwartet. Ich habe noch einen Fehler gemacht, dass der Ranger noch draußen stand. So. Okay, Leute. Das hätten wir. So, gut, wir sollten jetzt so schnell wie möglich jetzt erstmal auf den Stone Workshop gehen. Ne, wir sollten jetzt erstmal Cottage erforschen. Parallel dazu gleich Holzproduktion noch ein bisschen pushen und dann erstmal die ganzen Häuser dann upgraden. So, jetzt kann ich mich hier auch ein bisschen weiter rauswagen. Der Tower ist jetzt fertig. So, jetzt können wir nämlich die mal schön aufleveln hier. Wir dürfen es auch nicht zu sehr übertreiben. Ah, okay, also hier geht's auch schon mit dem Runner los. Okay. So. Energie brauchen wir. Hier haben wir eine. Hier haben wir eine. Okay, ist klar. Dann machen wir ganz nah an den Wald ran. Hier konnte ich eh nichts mehr hinsetzen.
So hier. Räumen das mal hier auf. Nicht zu nah an dem Ding hier, wie gesagt. So, wir haben jetzt hier aber auch schon ein paar Veteranen. Die könnten wir eigentlich mal rausnehmen. Und die hier mit rein. Ich habe vorhin den Soldaten eingebaut, ich Noob. Okay, dann passen die nämlich erstmal hier auf. Und die können wir auch runterschicken, dann auch noch Leveln dabei. So. Alles klar. Ihr könnt hier ein bisschen was machen. So. Okay. Wir haben jetzt plus 35. Habe ich noch irgendwo ein Sägewerk schon gebaut? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir jetzt noch machen. Das ist dumm. Hier wird halt gehen. Plus 10, plus 8, plus 12. Ja, aber nehmen wir erstmal mit. Auch wenn ich da lieber einen Tower habe, aber den Tower bauen wir dann hier hin. So, jetzt geht's hier ab mit Level Up, Leute. So. Warte mal, wie sieht's mit dir aus? Okay, geh du runter. Stellst dich hier rein. Ja, also das mit den Soldaten, das nervt mich ja ein bisschen hier. Wenn ich den eingebaut habe. Ich könnte sie wegreißen. Na, scheiß drauf. Ich habe sowieso keine große Veränderung für den. So, du gehst hier runter. Theoretisch könnten wir jetzt wirklich mal drüber, ernsthaft drüber nachdenken. Anstatt, dass wir jetzt hier sauber machen, weil hier will ich erstmal nichts bauen. Dass wir hier oben aufräumen, dass ich hier dann erstmal eine schöne Mauer langziehen kann. Das würde sehr viel bringen, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier überall Wasser ist. Das können wir eigentlich auch relativ easy rausfinden. Ich komme mal mit euch allen zurück hier. Erst hier aufräumen und dann hier aufräumen sozusagen. Das wäre so der Plan. So. Okay, als nächstes gehen wir auf Workshop, würde ich sagen. Sniper will ich noch nicht. Ich will noch weiter Ranger pumpen. Wir können maximal sagen, dass wir schon den Marktplatz bauen, dass wir Nahrung sparen. Das finde ich ganz gut. Und danach Stone Workshop, das gefällt mir. Die Idee. Also, okay, geht hier hoch. Hier kommt auch gerade einiges irgendwie. Kämpft euch mal hier durch. So, hier unten aufräumen müssen wir eigentlich auch erstmal nicht mehr. Haben wir noch Veteranen? Hier haben wir nur Veteranen, den brauchen wir ja nicht mehr. Können wir hier hinstellen zum Aufpassen. So. Ne, du fühlst dich im Moment, komm mit. So. Wollen wir die mit hochschicken erstmal, dass die hier mithelfen? Ja, ne, warum nicht? Nicht gut. So, 2 Stück haben wir jetzt hier, oder? Ne, wir haben 16. Krass. Okay, jetzt hab ich's. So. Na, oh, oh, oh. Na, Ranger. Nee, unterbreche ich erstmal. Wir brauchen Arbeiter. 186, okay. Aber wir können jetzt upgraden. Ab geht's. Nee, ich wollte eigentlich nur den einen zurückschicken. So. Wie sieht's hier aus? Hier unten steht auch einer. Du darfst auch runtergehen. Ja, das hier ist safe. Der Turm macht das erstmal. So, Advanced Mill auf keinen Fall. Richtig nice. Ressourcenkapazität wird erhöht. Das ist wie ein Warenhaus. Schnupp! Das gefällt mir. Richtig guter Bonus für 200 Einwohner. Wir müssen hier mal noch einen hinschicken. Die kommen nicht mehr klar. Hier läuft auch keiner mehr lang. Hat
Das ist die, die immer lang. Okay, wir müssen hier unbedingt mehr protecten. Wir brauchen da mehr Leute. Mehr Leute, mehr Leute. So, ihr lauft mal zu zweit Patrouille. Hier ist doch mal einer langgelaufen. Ist der gerippt oder was? Oder habe ich den hier hochgeschickt? Das kann auch sein. Hm, lauf mal so hier. Damit sollten die eigentlich klarkommen, theoretisch. So, das sieht schon ganz gut aus hier. Jetzt muss ich überlegen. Ja, Häuser weiter upgraden. So, jetzt können wir die Quarry auch wieder starten, weil wir wieder Steine machen. Gut, machen wir 47 schon. Habe ich nichts dagegen, dann gleich noch mehr zu machen. Aber ich glaube, 47 reicht erstmal. Müssen wir mal gucken, was wir mehr brauchen. Holz oder Gold? Ich glaube, wir brauchen immer mehr Gold. Denke ich. Food brauchen wir. Okay, dann brauche ich jetzt endlich mal eine Farm. Hier können wir auf jeden Fall machen. 62, 60. 60, wenn ich so mache. Wir haben hier so viel Grünfläche, da nehme ich schon das Effektive mit. Machen wir 62. Jetzt müssen die eigentlich auch relativ schnell leveln, hoffe ich. Instandisch. So, wie viel haben wir denn jetzt? 17, ja, ich baue noch weiter. Also ich hatte so 25 bis 30, hatte ich gesagt, weil war mein Plan. Gewesen. So, Stone Workshop erforschen. Okay, und dann Häuser wieder upgraden. Und wir haben wieder ein Veteran, nice. Aber jetzt können die eigentlich auch hier bleiben. Hier sind zwei, hier unten können wir noch einen hinstellen. Hier ist einer, dann können wir vielleicht auch mal, können wir den noch dazu nehmen. Dass der hier noch ein bisschen rumrennt. Ja, die kommen klar bisher. So, Häuser upgraden. Okay. Ja, jetzt leveln sie richtig schön hoch. Nice. Bin ich ja fast dafür, dass wir den hier noch runternehmen und den hier noch Patrouille laufen lassen. Da haben wir dann jetzt erstmal drei. Ja, laufen wir noch den Bereich ab. Passt schon. So, jetzt läuft das hier wie geschmiert gerade. Also weiter upgraden. Und gleich können wir hier eine Mauer hinbauen. Brauchen wir jetzt immer das Gold, dann mache ich hier schon mal einen Tesla Tower. Dann baue ich hier auch sofort eine Ballista hin. Geh mal ein Stück zurück hier. Haben gerade ziemlich viele. Ah, fuck. Fuck. Ich habe mich so weit vorgetraut. Nein! Ich das hasse. So, okay. Irgendwas hatte ich da jetzt vor eigentlich. Ah ja, Energy Tower. Machen wir hier hin, hm? Ja. Okay, also man sieht schon, weiter vor darf ich da nicht gehen. Da kommen dann schon hier diese. Ich weiß nicht, wie die heißen, die halt so schnell sind. Die auch über Mauern springen können und so. Das Problem ist, wenn ich hier eine Mauer baue, kommen dann relativ viele, glaube ich. Vielleicht sollten wir auch erstmal hier nur zumachen. Aber eigentlich wollte ich hier eine schöne Strecke Mauer bauen. Na, die können wir ja so setzen. Dann könnten die ja von hier kommen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Okay, zieh du dich erstmal zurück, ey. Ein Schlag, du bist tot. Moment. Ist jetzt gestorben? Ne, hier ist er. Wollte ich sagen. Ah, Alter, zieh dich zurück, bitte. Du sollst hier gar nicht sein, geh weg. Du lockst nur die ganzen krassen Zombies an, ey. Hab ich keinen Bock drauf. Und er hat wieder meine Kopierung nicht übernommen. So, jetzt. So, Tesla Tower fertig.
Eigentlich würde es ja Sinn machen, den Tower dann so zu bauen, dass der einerseits hier hinschießt und hier hinschießen kann. Das wäre cool. Das machen wir dann wahrscheinlich auch gleich so. Ja, also hier will ich auch Farmen haben und so. Setzen wir mal hier irgendwie an. Und bauen gleich noch eine zweite. Ich würde aber gerne den Tower zusammen mit der Mauer bauen, Leute. Deswegen baue ich hier gerade noch nicht. Ich versuche mal hier rechts aufzuräumen, hoffe, dass da nichts Hartes ist. So, Stone Workshop sollten wir dann bald bauen können. Wir sollten aber vielleicht dann erstmal den Markt bauen. Und die Häuser weiter upgraden vor allem. Super wichtig. Soweit die Energie da ist. Nice. Gib mir Energie, gib mir Energie. Wir versuchen mal erst den Marktplatz zu setzen. Ne, wir brauchen. Okay, noch mal 3 Häuser upgraden. Dann erstmal den Marktplatz bauen. Geht dir das ein Stück zurück? Aber die werden immer stärker und stärker und stärker, die Ranger. Ne, haben wir immer mehr Level ab. Jetzt geht's richtig schnell gerade. Schlag auf Schlag. So, du gehst wieder voll. Und sonst sieht erstmal alles wunderbar aus. Können wir noch Mauern setzen? So, okay. Also die Mauern baue ich dann wirklich erst zu, wenn ich denke, dass da eine Horde kommen könnte. So, ich brauche ja aber noch einen Tesla. Oh, verdammt. Ah, das ist unschön, hier einen hinzusetzen. Wobei, wir stehen noch die ganze Zeit mit unseren Leuten hier. Also hier ist noch okay, denke ich. Dann kann ich auch perfekt zubauen. Machen wir hier hin. Jetzt kommen nämlich ein paar mehr. Ich hoffe, die kriegen das hin. Denke mal schon. Ich fahre immer noch den Soldaten. Kann er eigentlich schießen, solange der hier drin? Ach komm, das geht mir auf den Sack. Wo ist hier? Oh, ich hab den Schreck bekommen, ey. Ja, jetzt kommen hier Runner. So, ist fertig. Ab geht's, Leute, aufbauen. Also, setzen hier eine schräge Mauer an. Können auch hier machen. Dann wird's bam, 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 bam. Bam, bam. Ja. Okay. Ich setze aber hier erstmal an. Das muss okay sein. So. Ich habe eine schräge Mauer gebaut, Leute. Könnt ihr mich ja mal loben in den Kommentaren dafür. Nicht Spaß, aber. Ja, so, ich muss aber noch erstmal machen hier. Zieht euch mal zurück. So. Weiter raus wollen wir sowieso erstmal nicht, weil wie gesagt, hier sind, dann schon echt gefährliche Zombies. Und ich hatte auch nichts gegen eine Doppelrohr gleich. So, alles klar. Okay, und hier würde ich auch gerne zumachen. Lass uns mal ein bisschen vorarbeiten. Hier können wir da eine Quarry hinsetzen, das ist eigentlich ganz geil. Weiter Ranger pumpen. Wir sollen jetzt dann aber auch langsam gucken, dass wir auf Sniper gehen. Wir haben bald genug Ranger. Macht auf jeden Fall Sinn. So, hier hätte ich eigentlich gerne die Quarry, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist eigentlich ein guter Spot dafür. Wobei, wir können es auch hier dann hinsetzen. Ja, können wir auch machen. Okay, dann ziehe ich die Mauer hier so durch. Hier hätte ich aber wahrscheinlich schon gerne ein Gate. So drüber nachdenke. Okay, wir brauchen sowieso Gold erstmal. Okay, erstmal warten. Solange wir vielleicht noch nicht ganz so weit vorrennen. Nächste Goldfuhre abwarten. Na komm. Tag 17 sind wir mittlerweile. So, jetzt. Okay. You are gonna pay me for this, right?
Okay, hier ansetzen. Hier Tower, hier zumachen. Hier kann man Gate ansetzen. Ich mache hier auch gleich Doppelmauer, glaube ich. Und ja, erstmal eine ist erstmal okay. Weil es ist unwahrscheinlich, dass eine Horde hier langkommt. Ich baue die eigentlich jetzt nur hier deswegen. Weil wenn ich jetzt hier einen Tower hinsetze, hier ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier vielleicht ein bisschen mehr anlocken. Deswegen mache ich das gerade. So, aber wir können ja schon mal anfangen hier ein bisschen... Wollen wir hier schon aufräumen? Zumindest bis der Tower steht vielleicht. So, dann würde ich hier aufräumen. Dann können wir dann hier gleich das Gold mitnehmen. Das wäre auch ganz cool. So, okay. Hm, ich habe da immer ein bisschen Angst vor diesen Village-Teilen, um ehrlich zu sein. So, ich lass mal euch hier stehen. Aber ich kann es auch hier gleich hin. Aber ich nehme mal mit. Wir machen jetzt hier erstmal noch ein bisschen sauber. Aber ich bin jetzt kurz davor, das Ding anzugreifen, Leute. So, und wir können Sniper erforschen. Und beide Häuser dann upgraden gleich. Okay, ach komm, ey, lass jetzt das gleich doppeln, oder? Nee, wir haben nicht genug Gold. Okay. Ab geht's. Ah! Wieso? Mein Gott. So, jetzt. Alles cool, alles cool, alles cool. Ah, die gehen schon ganz gut ab jetzt mittlerweile. Aktuell ist es sogar relativ safe hier. Wir brauchen erstmal noch nicht mal einen Tower. Solange crate ich erstmal noch ab. Aber trotzdem cool, dass wir da schon mal eine Mauer haben. Also die kommen gerade so mit klar hier, ne? Weniger sollen es nicht sein. Boah, ich dachte schon, Freeze, Alter. Ich hatte noch nie so einen Freeze gehabt. Das Geld. Süden. Wieder Süden. Also, hier oder hier. Hier kann ja auch sein, theoretisch. Aber das wird man mitbekommen, wenn hier irgendwie die... Nee, die Horde startet hier. Ja doch, wenn sie hier starten, dann so hochläuft. Das kann passieren. Aber das wird man mitbekommen. Ich guck mal eben, wie weit ich überall ausbauen kann. Schätze, ich habe gerade kein Geld. Kann ich auch noch ein bisschen... Ja, kann ich nicht mal zumachen. Also, da sollte ich noch einen Tower hinsetzen. Na gut, wir gucken mal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt zur Unterstützung den Tower an der richtigen Stelle. Hier haben wir schon einen. Würde ich dann hier wahrscheinlich einsetzen. Weil also entweder da oder da ist das Wahrscheinlichste. So, dann machen wir die mal hier noch platt und leveln noch ein bisschen. Könnten das Gold mal noch einstecken. Schick mal einen Runner hin. Bitte nicht der Stein. Mist. Jetzt haben wir auch ein paar angelockt. So, ja, Holz und Stein sind wir auch am Cap. Das habe ich immer nicht so gerne. Wir brauchen Essen! Okay, Farm bauen. 60, 62, 58. Dann können wir hier aber noch eine schöne Farm hinsetzen, wenn wir das machen würden. Machen wir mal hier eine hin. Das ist mir aber eigentlich... Nee, das ist mir zu nah. Das ist mir zu nah. Ich baue erstmal hier eine hin. 56, 64. Okay, machen wir 64. Den Rest sparen wir uns jetzt auf. Warenhaus sollte ich jetzt bald mal bauen. Aber erstmal sparen wir uns das auf für ein, zwei Türme, die wir jetzt bauen. Ja. Ich nehme jetzt mal hier die Mauer. Hier muss ich nicht, hier muss ich eigentlich noch einen Tower, also einen Tesla Tower einsetzen. Sieht er schon mal ein bisschen zurück, dass jetzt nicht noch mehr kommen. Okay, Leute, also wieder die oder die Mauer. Das letzte Mal war es die gewesen, ne? Man kann es halt nie so genau sagen. Ja, das ist schade. So, auf jeden Fall hier einen Tower hinsetzen. Schauen wir mal! Warte mal.
wäre schön, wenn die mal aufhören würden, jetzt hier ständig zu kommen. Nervt langsam. So, mal sehen, ob die klarkommen jetzt. So, okay, lass mal hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Also aktuell sieht's voll nach hier aus, aber vorhin war das da auch so gewesen, ne? Ich bin nicht ganz täusche. Hier müssen wir auch aufräumen, verdammt. So. Ja, die Mauer hier gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Die würde ich wegmachen. Aber kriege ich hier noch einen Tower hingesetzt? Ja, kriege ich noch einen hin. Okay. Ja, theoretisch hätte man es auch lassen können. So. Brauche ich noch einen hin? Die Reichweite, der kann dann auch noch schießen. Das hier ist halt nicht so super geschützt, ne? Aber hier kriege ich, da müsste ich halt hier einen hinsetzen und eine Mauer rum. Drum schicke ich halt gerade noch die anderen Bogenschützen hier, ja. Also da bauen wir auch gleich noch einen Tower hin. So, wie viel Range habe ich denn insgesamt? 26, okay, ein paar können wir noch bauen. Wobei, nö, wir wollen jetzt erstmal Türme setzen. Das ist mir dann eigentlich erstmal wichtiger. Nein, ihr solltet nicht zurückkommen. Ihr solltet eigentlich hierhin aufräumen. Ja, aktuell, ja, man kann es ja nie genau sagen. Es ist halt. Wahrscheinlich eher von hier. Muss ich fast sicher sein. Irgendwie habe ich die noch. Also eigentlich wollte ich die auf der 1 haben. Die auf der 2. Jetzt habe ich's. Keine Ahnung, was da los ist. So, okay, jetzt können wir hier auch bauen. Machen wir noch einen hin. Da kann es aber sein, dass die von hier dann schon kommen. Also muss man ein bisschen aufpassen. Das wäre eigentlich relativ eklig, wenn ich darüber nachdenke. Mal sehen. Mal zurück. Hier müssen wir auch noch einen Tesla-Tower hinsetzen. Das ist gut. Okay, dann bleibt mal hier. Ich denke, die werden wieder hier hinkommen. Das war das letzte Mal genauso gewesen. Das sah das auch so aus, als würden die hier landen. Werden sie sehen, die Rangers sind ja schnell. Ja. Hier kriege ich leider nichts mehr hingesetzt. Komm, 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 werd fertig. Okay. Du. Komm schon hin. Hoffe ich. Der muss fertig werden, der Tower. Der schießt auch mit. Hier ist halt nur ein Tag geschützt, das ist schade. So, wir können jetzt auch gleich Sniper bauen. Wir brauchen noch Eisen dafür, sehe ich gerade. Oh nein.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt. Jetzt kommen wahrscheinlich noch mehr. Haben wir überhaupt Eisen? Hier ist Eisen. Okay, das ist cool. So, ein Arbeiter. Ja gut, dann jetzt also weiter upgraden dann. Übrigens, das müsste auch gehen. Einfach hier alles markieren. Auf die 5 machen. Genau, und jetzt kann ich mal, wenn ich 5 drücke, die direkt upgraden. Als nächstes bauen wir auch gleich einen Marktplatz, wenn wir das jetzt hier schaffen. Das sieht gut aus. Problem ist nur, wir locken jetzt. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal das Ding hier platt machen. Kommen wir nicht drum herum. Aber wir locken jetzt immer mehr, mehr, mehr an. Aber da können wir unsere Ranger leveln. Das ist gut. Mal Platz. Warenhaus muss ich auch gleich bauen. Woo! Also wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Das ist ein Traum. Jo, mach mal so, hä? Da hätte ich aber eigentlich lieber die Bank. Hier hätte ich lieber die Bank. Weil Gold ist mir wichtiger, als weniger Nahrung auszugeben. Ja, go, Bank kommt hier hin. Dann hier. Ja. Okay. So, nice. Bisher läuft's gut. Tag 20, Stunde 0. Ein Viertel Hammer. Auf wie viel spielen wir? 360% oder so? Ich weiß es nicht. Bisher konnten wir uns relativ gut verteidigen. Wir werden jetzt erstmal bevorzugt. Ich mache jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Ich muss erstmal aufs Klo und so. Was essen, was Kleines. Wir müssen erstmal schnell die Häuser hochbekommen. Müssen jetzt geht's los gleich mit Sniper-Pumpen. Ich könnte vielleicht noch so 5 bis 10 Ranger mehr gebrauchen. Müssen wir mal schauen. Und Stone-Workshop bauen vor allem. Ne? Aber bislang, 2 Wellen haben wir schon überstanden. Und bisher ist es auch eine sehr schöne Karte bisher. Müssen halt jetzt nur die Dinger hier da oben bekommen. Aber bisher sieht das gut aus. Wir haben gerade hier, guckt euch diesen riesen See an, ey. Das ist sau nice. Also ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das hier durchgeht. Es wird sich relativ gut verteidigen lassen, wenn ich mich schlau anstelle. Also das Ding ist, wir müssen uns auch noch ein bisschen ausbreiten. Aber hier können wir dann sogar gleich das zweite Zentrum mit Häusern hinbauen, weil ich peile definitiv über 2000 Einwohner an. Dann hier irgendwie unsere Wirtschaft überall ringsrum. Hier, wie gesagt, die ganzen Häuser, die sind ja super safe dann. Das heißt, die Mauer müssen wir super gut schützen. Weil hier wird dann viel einprasseln. Also alles, was von Norden kommt. Sehr wahrscheinlich. Das heißt, hier wird eine richtig dicke Mauer gebaut. Wahrscheinlich, man muss mal schauen, wie das dann hier aufgebaut ist. Mal schauen. Ich bin guter, also erstmal dahingehend guter Dinge, dass wir zumindest, was unsere Voraussetzung, Stadtvoraussetzung angeht, alles sehr glücklich ist. Beziehungsweise, auch so erstmal läuft es ganz gut. Also ich denke und hoffe, man merkt einen Unterschied zur allerersten Folge. So. Ja. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.